Okay, damit haben wir den Keller jetzt jedenfalls abgeschlossen. Ich glaube, hier gibt es jetzt wirklich nichts mehr für uns zu erledigen. Und damit können wir uns aufmachen nach oben. Denn wir haben einen kompletten Gebäudeflügel noch zu erkunden. Wir können uns das gleich mal, wenn wir auf der Karte sind, anschauen. Wenn wir auf der Karte sind, wenn wir im Erdgeschoss sind. Wenn wir im Erdgeschoss sind, können wir es uns auf der Karte anschauen. So wollte ich das sagen. Gut. Und dann werden wir sehen, da gibt es noch ein paar Räumchen zu sehen. Okay, hier wartet ja jetzt zum Glück keiner mehr auf uns. Der Freund, der dort die ganze Zeit am rostigen Wasserhahn gelungert hat, der hat es auch hinter sich. Okay. Und dann wollen wir mal kurz schauen, wie machen wir das denn jetzt? Ich würde sagen, wir schmeißen auf jeden Fall erstmal die Magnum-Muni. Achso, ich kann nicht mehr auf den Boden schmeißen. Gut, dann werde ich erstmal ganz kurz mit Rebecca die Benzinkanister einsacken. Jawohl. Und werde mir Molotow-Cocktails bauen. So, die können wieder auf den Boden. Aber die zwei Molotow-Cocktails, die wir hier noch stehen haben, die nehmen wir gerne mit. So, und jetzt können wir auch Zeug ablegen. Und zwar die Magnum-Muni. Die kommt auf den Boden. Ansonsten sollte Rebecca eigentlich mal die Schrotflinte wieder einpacken. Wo habe ich die denn hingeschmissen? Ich habe die vorhin bloß hingelegt, um ein bisschen Platz zu haben, denn ich habe Heilgegenstände konstruiert. Die liegen hier hinten rum. Ich muss bloß mal kurz schauen, wie es jetzt platztechnisch ist. Die Steintafel werden wir gleich noch um die Ecke bringen. Dann haben wir die auch schon mal versorgt. Okay, ja, das passt. Dann wird Billy mal hier eins der Heilkräuterchen an sich nehmen. So, wunderschön. Waren eigentlich beide gesund jetzt? Ja, sehr schön. Wir könnten nämlich gleich ein bisschen was an Heilkraft gebrauchen wahrscheinlich. So, dann machen wir uns mal auf den Weg. Wo will ich denn hin? Auf dem Weg zum Observatorium, um die erste Steintafel einzusetzen. Da wollte ich hin. Wobei, nee, wir können die eigentlich auch... Wisst ihr was? Wir sparen uns den Weg. Wir schmeißen die einfach hier auf den Boden. Wir kommen hier sowieso wieder vorbei. Und dann müssen wir jetzt erst nicht... nicht erst dahin gehen. Dann können wir jetzt gleich hier lang in den Raum gehen. Denn hier finden wir die Wassertür. Jetzt muss ich nochmal kurz schauen... Wer den Schlüssel hatte, das war natürlich Billy gewesen. Ist ja klar. Wenn ich mit Rebecca rumlaufe, muss es Billy gewesen sein. Und siehe da, sie haben den Wasserschlüssel verwendet. Diesen Schlüssel brauchen sie nicht mehr, den werfen wir gern weg. Und ich rüste mal den Granatwerfer aus. Und Rebecca nimmt die Molotow-Cocktails in die Hand. Denn wir kriegen gleich unschöne Gesellschaft. Wir schauen noch mal kurz auf die Karte. Wir sehen, da ist noch der komplette Ostflügel hier in der zweiten Etage für uns zu erkunden. Und das schauen wir uns sehr gerne an. Also dann, auf geht's. Puh, ich habe keine Lust. Ich will nicht. Ich will nicht. Ja, es sind wieder die Klipperviecher. Und ich werde gleich mal auf Billy wechseln. Und schnell weg, schnell weg, schnell weg. Wir gehen gleich mal aus dem Raum, dann können wir uns nämlich die Explosion sparen. Von dem Viech. Okay. Und jetzt können wir auch wieder zurück. Ich weiß nicht, ob jetzt die Egel da sein werden. Könnte sein. Zumindest ist das Glibbervieh aber schon mal tot. Nö, sieht sehr gut aus hier. Finde ich gut. Okay, wir schauen mal kurz auf die Munition. Zwei Schuss haben wir noch. Hier ist auch noch ein bisschen was zur Verfügung. Ich würde sagen, wir machen direkt weiter. Wir gehen in den Broadcast Room. Stand ja gerade schon an der Seite dran. Und naja, wie es eben so ist, ein Glibbervieh kommt selten allein. Ach du Schande, das war ja nichts. Oh was? Billy, machst du mit?
Dieser Typ, ey. Da steht er da und guckt. Zur Seite. So, jetzt sollte ich, glaube ich, mal ausrüsten. Nicht möglich. Warum? Haben wir eben schon die Rübe abgejagt? Ich weiß es gar nicht. Ich sehe nichts. Das ist das Problem. Oh ja, 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 ja. Schnell aus dem Raum raus. Bevor Billy sich da einen Platscher abholt. Wow, wir sind gesund. Wahnsinn. Ich habe zwar die Molotow-Cocktails und die Granaten verschwendet. Komplett. Aber wir sind gesund. Ich bin echt begeistert. Na dann, schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Und Broadcast Room, ja, Room. Wir erinnern uns, als wir die Zwischensequenz hatten, damals, ist schon lange her, als wir die Ausbildungsstätte betreten haben, da haben wir gesehen, dass dieser mysteriöse Mann mit Wesker und Birkin geredet hat, die über Überwachungskameras zugeschaut haben. Und das wird wohl dieser Raum gewesen sein, nehme ich mal so an. Leider gibt es hier nicht so viel für uns zu sehen. Sieht aus, als wären diese Geräte erst kürzlich benutzt worden. Ja, das spricht auch dafür, dass hier Wesker und Birkin waren. Ansonsten gibt es hier nichts mehr zu tun. Das sind Übertragungsgeräte, sie sind seit längerem nicht benutzt worden. Ja, die interessieren mich nicht, sondern das blinkende Etwas da. Ein Schraubstock, beziehungsweise der Griff von einem Schraubstock wohl eher. Und sieht aus, als wären diese Geräte erst kürzlich benutzt worden, das hat man schon. Die beiden haben sich ja aus dem Staub gemacht, beziehungsweise Wesker hat sich aus dem Staub gemacht. Birkin ist ja eigentlich zurückgeblieben, hätte ich gedacht. Diese Papiere scheinen mal irgendwelche Fotos enthalten zu haben, aber sie sind längst nicht mehr zu gebrauchen. Okay. Dann schauen wir uns mal hier drüben um, denn wir haben noch mehr zu erkunden. Wir haben noch zwei Türen. Ja, wir haben noch zwei Türen und die eine führt uns dann in einen weiteren Gang mit mehreren Türen. So, ich würde sagen, geben wir ihr mal die Pistole. Sie muss ja nicht unnötig hier mit dem Gewehr rumrennen. Knarrt! Und wir finden einen Aufenthaltsraum. Ich muss ja zugeben, der Schatten hat mich beim ersten Mal ziemlich verwirrt, weil, naja, Schatten halt, ne? Aber es war bloß der Schatten von dem Ventilator. Dieser Raum hat irgendwie nicht sonderlich viel für uns zu bieten. Hier gibt es nichts weiter anzuschauen. Der Schrank ist voller kleiner Flaschen. Es scheint nichts Besonderes dabei zu sein. Du könntest ja mal eine nehmen und den Molotow-Cocktail draus bauen. Aber hey, kein Vorwurf. Ja, hier gibt es nichts weiter. Was wir aber haben hier in diesem Raum, ist ein Resident Evil 1 Gedenkklavier, sag ich mal. Wir wissen ja, Rebecca kann spielen. Das Klavier ist völlig verstaubt, sieht aber noch spielbar aus. Klavier spielen? Na klar. Oh, nein! Oh, du machst das doch mit Absicht, Alte. Ja, das haben wir schon besser gehört von ihr. Dafür gab es übrigens ein Achievement, Piano statt Pforte. Und das habe ich jetzt noch nicht probiert, aber irgendwie hat das Achievement so bei mir die Frage geweckt. Ich hatte dann nämlich das Problem, wir finden noch eine weitere Steintafel, aber dann wusste ich nicht mehr weiter, denn wir brauchten entweder die dritte Steintafel oder die Batterie für den Aufzug draußen. Und ich habe weder das eine noch das andere irgendwo gefunden, beziehungsweise hatte auch keine Räume mehr, wo die sein könnten. Wir müssen also noch irgendwie weiterkommen und irgendwie ist dieses Klavier total nutzlos, aber dieses Piano statt Pforte hat mir die Idee geweckt, beziehungsweise sagen wir mal den Strohhalm, nachdem ich greifen will, geweckt, dass wir vielleicht mit Billy draufhauen müssen, weil er wegen Pforte stärker ist. Ich habe keine Ahnung. Wir können es ja mal probieren. Ich habe es noch nicht gemacht, also ich weiß nicht, was passieren wird oder ob es überhaupt was bringt. Er kann auf jeden Fall auch nicht besser spielen. Aber es klingt lauter, oder? Oh! Sieh mal an!
ein Klavier steht niemals umsonst da bei Resident Evil. Deswegen hatte ich die Vermutung. So, ich gehe mal mit Rebecca da rein. Mal schauen. Okay, hier ist auch keiner. Was haben wir denn hier? Magnum-Muni. Okay, ich nehme sie mal noch nicht mit. Ich werde erst mal schauen, was ich an Platz habe. Sie hat einen, er hat einen. Okay. Oh, sieh mal an. Haben wir hier auf dem Boden. Sind das Flaschen? Das sind Flaschen. Okay. Eine Batterie. Sieh mal an. Schön. Was? Okay. Das ist jetzt irgendwie problematisch. Ich meine, wir kennen solche Rätsel von wegen, wenn wir was rausnehmen, schließt sich die Tür schon aus Resident Evil 1, aber ich glaube nicht, dass wir hier ein Holzemblem finden. Zumindest öffnet sie sich wieder. Das ist ja schon mal was. Wir könnten höchstens mal probieren. I'll check it out. Roger. Mit Billy nochmal. Billy? Achso, ich bin jetzt gar nicht als Billy unterwegs. So. Wir gehen mit Billy mal hier raus. Ich will mal probieren. Sie hat jetzt keinen Platz, dooferweise. Dann leg nochmal die Flaschen kurz ab. Keine Ahnung, kann man das Klavier denn überhaupt noch benutzen, wenn man die Batterie rausnimmt? Wäre jetzt das Einzige, was mir so einfallen würde. Wir probieren es mal. Zumindest sind wir schon mal nicht in Lebensgefahr, wenn wir da drin sind. So, schauen wir doch mal. Tut sich da was oder geht das nicht mehr hier? Wir können es auf jeden Fall noch machen. Oh, sehr gut. So habe ich mir das vorgestellt. Ich weiß zwar nicht, wie genau das funktioniert, also... Naja, egal. Ich weiß von manchen Sachen hier nicht, wie sie funktionieren. So, wir sammeln aber natürlich noch gern die Flaschen ein, die ich mit ihr nicht mehr aufheben kann. Ja, komm mal zur Hilfe hier. Okay. Ich habe jetzt natürlich den lästigen Granatwerfer noch mit dabei. Aber hier bleibt er jetzt offen, ne? Hier sollte er jetzt offen bleiben. Das heißt, wir können dann später einfach nochmal hierhin zurückkommen. Gut. Oh Gott, was ist denn hier los? Nein, 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 du wirst nicht schießen. Wir gehen gleich in den nächsten Raum weiter. Ich weiß gar nicht, war hier auch noch einer? Nee, hier war keiner. Okay. Dieser Zettel. Ich habe in der ersten Aufnahme versucht, hier irgendwas zu lesen, weil der hängt hier so auffällig. Aber man kann ihn nicht lesen und er ist direkt neben der Tür. Das ist total gemein, denn dadurch tritt man fast automatisch nochmal in den Raum zurück, aus dem man gerade gekommen ist. Wenn man versucht, diesen Zettel sich anzuschauen. Zombie Dudes! Haben wir noch jemanden oder ist jetzt Ruhe? Ich glaube, es ist Ruhe.